Wir sind Bienenlieb da am Salzachradweg und wir gestalten die Hochwassermauer mit Kindern und machen Graffiti drauf. Den Kindern taugt total, dass sie sich erstens was überlegen können, lernen, wie Graffiti funktioniert und sich auch wirklich verewigen da auf den öffentlich zugänglichen Flächen. Genau, wir haben hier angefangen, eine Biene drauf zu sprühen, die natürlich den Bienenhof kennzeichnet, dass wenn man hier vorbeifährt, dass man sieht, da geht's zu Bienenlieb. Und da drüben haben wir ein kleines Street-Art-Konzept auf dem Stromkasten gemacht, wo wir Waben drauf gesprüht haben mit verschiedenen Mustern dazu. Und gibst es so drüber. Seht ihr das? Also wir haben unsere Namen geübt und die Buchstaben, wie die auf Graffiti-Schrift so, also wie man die verschieden machen kann. Dann haben wir hier so ein Bild gemacht und eine Wand besprüht. Und wie gefällt dir der Workshop bis jetzt? Also ich finde ihn sehr, sehr lustig. Ja, ist es schwierig? Wenn man es erklärt bekommt, nicht so nein. Worauf soll man deiner Meinung nach achten? Was ist wichtig? Dass man die Maske auf hat. Und dass man nicht zu nah an der Wand ist, wenn man sprüht. Ja. Ich bin der Simon und bin 7. Ich heiße Raphael und ich bin 9. Und wie gefällt euch das, mit Farbe an die Wand zu sprühen? Gut. Gut eigentlich. Ist es schwierig? Nein, für mich ist es eigentlich nichts Neues. Für mich schon. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sehr, sehr kreativ ist, dass man kreativ ist. Mir geht es viel um Buchstaben. Also man sollte ein bisschen was mit Buchstaben zu tun haben. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man Can-Control hat, also dass man gut mit der Sprühdose umgehen kann, dass man die verschiedenen Aufsätze beherrscht und genau, sich immer gut Zeit lässt und immer im Training bleibt.